Grüße euch zum neuen Video von Carpocalypse. Viele, die uns kennen und verfolgen, das Brett liegt vor uns. Ist keine Carp News Time. Ich habe einfach hier ein paar Notizen gemacht nochmal, weil ich habe auch immer so ein bisschen Schwafelkopf und dass ich die Punkte durchgehen möchte mit euch. Und zwar geht es eigentlich darum heute, Carpocalypse möchte 5 Mythen aufdecken, wo viele sagen, bei Ostwind brauchst du nicht rausfahren zum Beispiel. Muss man rausfahren bei Ostwind? Ich würde sagen, schon. Und das ist gleich der erste Punkt, womit wir anfangen, ja? Es gibt einen alten Spruch, haben wir auch schon damals die Daddys erzählt, wenn Ostwind war, kommt der Wind aus Ost oder kommt der Wind aus Osten, beginnen die Routen dann zu rosten. Stimmt das? Sind eure Routen schon mal weggegammelt am Ufer bei Ostwind? Also meine noch nicht. Der Spruch ist damit gemeint, dass die Routen einfach ruhig bleiben und nichts abläuft. Völliger Blödsinn meiner Meinung nach. Ich fange bei Ostwind genauso gut wie bei Westwind. Ich bin jetzt gerade draußen bei einem guten, konstanten Westwind. Ich war die Wochen davor draußen bei einem guten, konstanten Ostwind und habe bei Ostwind richtig abgeräumt hier. Obwohl der Wind sogar ablandig war. Also ich habe ablandigen Ostwind gehabt. Saß total unproduktiv. Hab halt versucht mit Instinkt zu fangen und das hat auch geklappt. So, also können wir schon mal die erste These eigentlich widerlegen. Bekommt der Wind aus Ost oder Osten, beginnen die Routen an zu rosten. Klar, es ist vorteilhaft ein schöner, milder Westwind. Oftmals ist der Ostwind doch schon ein bisschen kühler. Aber bei diesen Wetterkapriolen, die wir die letzten Jahre in Deutschland haben, setze ich mich einfach mit dem Wind. Viel wichtiger ist für meiner Meinung nach der Luftdruck. Luftdruck ist immer wichtig. Immer den Luftdruck im Auge behalten. Schießt der hoch und runter, solltet ihr flache Bereiche auf jeden Fall meiden. Ja? Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Mythos Nummer 2. Niemals Leitungswasser nehmen zum Anmischen vom Futter. Früher hieß es immer, Gottes Willen, nie dein Futter einen Tag vorher vorbereiten. Kein Leitungswasser nehmen, immer frisches Seewasser nehmen. Ist viel besser. Genauso Blödsinn. Das hat vielleicht war vielleicht eine These oder eine Theorie vor 30 Jahren und noch länger her. Da hat das Leitungswasser noch viele Chlore und Nitrate enthalten, was die Fische nicht mögen. Also von daher ist es völliger Blödsinn. Ich mische mein Futter gerne 1-2 Tage vorher an, dass es ordentlich durchziehen kann und nehme dazu auch Leitungswasser. Bevorzugt natürlich einen ordentlichen Liquid, gemischt mit Leitungswasser. Kommt an, was ihr im Futter macht, ob ihr einen Stickmix macht, ob ihr einen Methodmix macht und so weiter oder ein normales Groundbait anmischt. Ich habe heute aber auch wieder ein paar Wortfindungsstörungen. Also niemals Leitungswasser nehmen, völliger Blödsinn aus dem Grund, weil ich mische es gerne einen Tag vorher an, wie ich eben schon erwähnt habe, dass es durchziehen kann. Vielleicht noch Maiswasser mit reinnehmen und so weiter. Aber ich will jetzt nicht auf Futterrezept eingehen oder auf Rezepturen, sondern ruhig, könnt ruhig Leitungswasser nehmen, ohne Bauchschmerzen. Die Chlore und Nitrate, die vor 30 Jahren im Leitungswasser waren, sind geschehen, sind vorbei. Oftmals ist das Leitungswasser viel, viel besser als das Seewasser, glaubt mir. Also, Mythos Nummer 2 widerlegen wir auch. Völliger Blödsinn, nehmt Leitungswasser, fangt eure Fische. Es funktioniert. Mythos Nummer 3. Wirkt Hanf berauschend auf Fische? Werden die stoned da unten, unsere Freunde, oder nicht? Nein, werden sie nicht. Definitiv nicht. Also, der Karpfen liebt den Hanf einfach nicht, weil er ihn berauscht oder abhängig macht. Sagen auch immer viele, oh, ihr macht eure Fische süchtig und abhängig. Völliger Blödsinn, machen wir nicht. Ich habe mir dazu auch noch mal ein bisschen was notiert. Der Hanf ist wirklich der beste Lockstoff Karpfen, der natürlich ist. Ich mag ihn total, ja, weil er nicht abhängig macht und absolut nicht berauschend wirkt. Sie mögen einfach diese ölige Note. Er hat einen guten Eigenölanteil, der sich schön durch die Wassersäule verbreitet, der sich durch die ganzen Wasserteile verbreitet, so wie der Wind halt ist. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Es ist eine Top-Lockspur, die er dort legt. Die Körner ähneln übrigens, weil es schon mal aufgefallen ist, kleinen Schnecken und kleinen Muscheln, ja. Daher mögen sie das auch, das zu knacken, ja. Also von daher. Und Hanf regt den Stoffwechsel der Fische an. Also es ist ein guter Appetitanreger. Sie bekommen dadurch Appetit. Er regt den Stoffwechsel an, wie ich schon sagte. Und er ist verdauungsfördernd. Wenn er den Hanf aufnimmt, er kann schneller verdauen, kann dadurch wieder schneller Futter aufnehmen, den nächsten Hanf oder gegebenenfalls euren Hakenköder, um den Fisch zu fangen, den ihr fangen wollt. Ne? Weil Hanf selber anködern macht sich echt schlecht. Haben wir auch ein Video mal von gemacht. Hauen wir euch mal mit rein in der Videobeschreibung oder hier oben irgendwo, es blinkt jetzt kurz auf, haben wir das Quaisten Buggy genutzt gehabt. Und das könnt ihr schön nehmen, um kleine Hanfbälle zu machen. Schaut euch mal an. Funktioniert übrigens auch ganz gut. Und daher
Hanf verleiht die oder bringt die Fische in absoluten Fressrausch. Hanf geht immer, sollte immer bei sein. Ohne Hanf kein Kampf. Weiter geht's. Was haben wir als nächstes? Muss ich umdrehen? Ich bin nämlich Sparfuchs. Ich habe nämlich beide Seiten bedruckt. Mythos Nummer 4. Fische vergessen negative Erfahrungen innerhalb von Sekunden und wären dumm. Die meisten Karpfenangler wissen das und schütteln jetzt mit dem Kopf. Sind sie absolut nicht. Die Fische, denen wir nachgehen und versuchen zu fangen, die Karpfen, sind absolut nicht dumm. Haben ein gutes Gedächtnis, können sich gute Sachen merken. Daher haben sie halt auch ihre Holding Areas, wo wir Angler oft bei sich hinkommen, wo sie sich gerne hinverziehen, wo sie ihre Ruhe haben und wo kein Angeldruck herrscht. Also absolute Blödsinn. Ich konnte schon Fische, klar hatte ich auch schon innerhalb von 24 Stunden Doppelfänge gehabt. Da sagt man auch, Mensch, wie dumm kann der sein, dass der jetzt nochmals gebissen hat. Aber da könnt ihr euch dann selber auf die Schulter klopfen und sagen, Keule, hast alles richtig gemacht, weil wenn du den innerhalb von 24 Stunden wiederfängst, dann hast du deine Montagen perfekt präferiert, dann hast du deine Köder perfekt gewählt, weil dann ist ja das, die ganze Nummer nochmal drauf reingefallen, weil ihr habt in dem Moment ein intelligentes Tier zweimal überlistet in kürzester Zeit. Also von daher ist für mich absoluter Humbug, dass Karpfen dumm sind und Fische dumm sind. Für die Nicht-Karpfenangler, nein, sie sind nicht dumm. Also das war für euch da draußen. Mythos Nummer 5 sind wir schon wieder. Die Farbe Rot ist im Wasser schwer zu erkennen. Es gab vor 2-3 Jahren eine These und Forscher haben herausgefunden, dass je tiefer ein Köder fischt oder je tiefer wir die Köder fischen und eine rote Farbe nutzen, die für die Fische unsichtbar sind. Absolut nicht. Rote Farbe ist für die Karpfen ein absoluter Eyecatcher, finde ich immer wieder. Ich nutze so gerne mittlerweile ein dunkles Rot, ein Rot an und für sich, weiß ja auch, irgendwo auch die Lieblingsnahrung der Fische imitiert Zuckmückenlarven. Jeder Karpfen liegt Zuckmückenlarven. Dieses dunkelbraun, rotbraun, gehen die einfach drauf ab. Ja. Und auch diesen Mythos möchte ich absolut widerlegen und sagen, Rot ist absolut nicht unsichtbar unter Wasser. Farben sind dölle wichtig und viele wissen es, sonst wird es ja auch nicht die ganzen Fluoropop-ups geben. Und darum wären sie auch nicht so erfolgreich, die ganzen Fluorofarben. Von daher nutze ich auch in letzter Zeit sehr gerne, habe ich jetzt die letzten Monate ganz viel genutzt, habe meine Kicker auch einfach als rot gewählt mit. Und zwar gibt es da ein cooles Produkt von der Firma OMC. Die haben, sieht so ein bisschen aus wie eine Zuckmückenlarve. Gut, die Form und die Riffel müssen nicht sein. Das sieht der Fisch nicht unten, nimmt er auch nicht wahr. Aber diesen leichten roten Kicker unten drauf, da habe ich die letzten Wochen mega, mega gute Erfahrungen gemacht und super Fische mitgefangen. Ich habe sonst immer braune, olivgrüne Kicker genommen, weil ich immer versucht, stealth-mäßig vorzugehen bei der ganzen Sache. Aber so ein roter Kicker, ich fische gerne den natürliche Farben, ein braun, ein rotbraun oder halt ein dunkles Beige wie unserer Biscuit, der Natural Beige. Damit habe ich die letzten Wochen sowas von abgeräumt und dann diesen roten Kicker mit drauf. Bei den Natural Beige hat echt super funktioniert und hat 95% der Fische gefangen. Ich habe immer mal anfangs probiert, auch immer die Routen umgestaffelt. Mal die rechte Route mit dem roten Kicker, mal die linke Route mit dem roten Kicker. Immer dieselben Plätze gewählt und bevorzugt ist immer die mit dem roten Kicker abgelaufen. Also, Fazit, ich fische jetzt beide Routen mit roten Kicker drauf. Funktioniert gut, das Zeug haue ich auch in meine Videobeschreibung mit rein. Kann ich wirklich sehr empfehlen. An für sich, die Produkte von OMC sind mega gut, aber das soll ja kein Produktvideo werden. Das geht jetzt immer noch um Farbe Rot. Und daher funktioniert ja auch gerade rote Kicker, Fake-Maiskörner und so weiter extrem gut. Also rote Maden, gerade für den Winter, für die kältere Jahreszeit, Maden mit zufüttern und da rote Maden mit beigeben, funktioniert absolut. Und von daher widerlege ich diese These auch, egal welcher Forscher das da draußen belegt hat. Ihr seid Gaga im Kopf, stimmt nicht. Ein bisschen Feldstudie hättet ihr auch mal eingeben müssen, einfach mal mit Anglern draußen sein müssen. Und die euch sagen, Rot funktioniert und Rot fängt. Also das soll es auch schon wieder gewesen sein. Das waren 5 kurze Mythen, die ich widerlegen wollte, was mir mal so auf den Herzen gebrannt hatte. Das ist meine Theorie. Das ist meine Meinung dazu gewesen. Ich denke mal, was ich jetzt so erzählt habe, werden viele auch wieder sagen, ah nee, ich hab das so Ostwind, fange ich nie Fische, Gottes Willen. Und Fische sind dumm. Das ist halt meine Meinung, das ist meine Theorie. Das ist meine Erfahrung, die letzten etlichen Jahre, die ich den Mist hier schon mache.
Und von daher war es das auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat mit den kleinen 5 Mythen, die wir aufdecken wollten oder aufgedeckt haben, ich hoffe, es war ein bisschen lehrreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Olli von Carpocalypse.